Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Föhnutopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, und damit herzlich willkommen zurück, ne? Wir sind immer noch auf der Suche nach jemandem, der uns die nützlichen Infos geben kann. Schule, neue Freunde, nein, bestimmt nicht. Speisen begutachten. Bringt mir nix. Ein Blick auf die Drinks werfen. Bringt mir auch nix. Die unterhalten sich übers Essen. Hallo? Der liebt einfach nur Geld. Und letztes Mal wurde halt einer unserer Freunde, also der Thomas, entführt. Und wir müssen jetzt rausfinden, wie man durch den geheimen Tunnel da kommt. Wir brauchen dafür irgendein spezielles Lied. Das habe ich schon gesehen, als ich da vorbeiging. Hast du Informationen? Sie hatte gehofft, einfach nur den Prinzen hier zu treffen. Mit den Leuten hier draußen habe ich schon geredet. War ich hier schon drin? Nein. Ja, war ich. Kann auch gut sein, dass ich hier unten irgendwie anquasseln muss dafür. Oh, okay. Sie. Es hat messerscharfe Klauen und es schwebt über die Oberfläche vom Wasser. Okay. Irgendwas Scharfes, also mit scharfen Klauen, was über dem Wasser schwebt, davon will er die Klauen haben. Hier ist wieder irgendein Brezel. Was Noten angeht, und natürlich weiß ich auch hier nicht, welche Noten überhaupt gefragt sind. Müsste ich nachgucken. Irgendwo wird schon die Info sein. So ein bisschen knapp an der Stadt. Grasbewachsener Berg. Merke ich mir. Ich bin jetzt wirklich durch die ganze Stadt gelatscht. Und habe keine Informationen gefunden. Hier ist der Amorbrunnen. Dazu gab es auch ein Buch in der Bücherei. Ah ja, das ist die, die wir damals in der Buchus-Haftanstalt da gerettet haben. Wie steht es heute um dich? Meine Hauptbeschäftigung widmet sich immer noch der Erforschung von Ruinen und Artefakten. Meine Intuition sagt mir, dass hier irgendwas ist. Bemerkst du irgendwas Herausstechendes an diesen Statuen? In den Geschichtsbüchern zufolge hatten die Ouroboros nicht immer schon den Sanddrachen als ihre Insignie. Tatsächlich gab es eine Zeit, in der sie stattdessen einen Greifvogel benutzten. Da stellt sich die Frage, was ein solcher hier macht oder nicht. Deko sein? Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier besonders gerade machen müsste. Ich müsste dafür erst ins Buch der Bücherei gucken. Bitte lasst mich in Ruhe. Danke. Ein mit Gras überwachsener Berg. Einfach über das Schwein springen. Hier ist noch was. Ist das ein Hintereingang?
Scheint zumindest so. Oder eine Abkürzung, die man sich freischalten kann. Aber momentan kann ich da nicht rein. Warte mal, wo bin ich jetzt gerade reingelatscht? Antiquitätenhandel. Okay. Was kann ich bei dir kaufen? Du verstehst nicht, du bist die Auserwählte! Nee, danke, ich glaube selbst raus. Und denke so, vielleicht war das etwas zu dick aufgetragen? Hallo? Du da! Ich sehe großes Potenzial in dir! Schatzjägerpotenzial! Aber ich bin schon wieder zu voreilig. Schön, dich kennenzulernen, gell? Ich werde versuchen, mir deinen Namen zu merken. Wie du sehen kannst, gehört mir dieser kleine Museumsshop. Sieh dir meine Sammlung an und runzle die Stirn. Ja, das ist eine interessante Sammlung. Das meiste davon ist Müll, ich weiß. Aber seit kurzem bin ich ein paar Sachen auf der Spur, die vom Wert sein könnten. Die wären der Erhaltung wert. Sie sind bekannt als die Mondartefakte. Würdest du gern mehr über sie hören? Na klar. Ich wusste es. Okay, hör mir zu. Auf einmal ist es düster. Auf der ganzen Welt und zu jeder Zeit haben Menschen eine Liebe zu den Mondjuwelen ausgedrückt. Und nicht nur ein paar Leute. Alle Leute, sogar Monster. Sie lieben Mondjuwelen so sehr, dass sie sie in ihrer Kunst und Kultur verewigt haben. Mit Mondsteinen werden Nationalschätze verziert, Bekrönungszeremonien auf Hüten getragen. Der Reiz von Mondjuwelen ist universal, so wie Lachen. Wenn ich eine Kunstausstellung für Mondartefakte eröffnen könnte, würde das die Menschenmasten nur so anziehen. Und eine Menge Geld bringen. Aber viel wichtiger ist, dass die Mondartefakte eng mit unserer Geschichte verflochten sind. Sie sind unser Erbe. Sie müssen für die zukünftigen Generationen erhalten werden. Ich habe sogar schon Investoren, die interessiert wären, das Projekt zu finanzieren. Jetzt muss ich nur noch mehr Mondartefakte finden. Ich habe schon drei. Sieh mal. Diese hier kommen von den Cliffruinen von Talon, weit im Westen. Den hier fand ich halb verborgen im Magmastein von Darugan. Und den hier habe ich selbst gemacht. Sogar ich entschied mich, Teil dieser historischen Kunst zu werden. Habe ich so ein Ding vielleicht nicht schon gesammelt? Natürlich waren drei Mondartefakte noch keine Ausstellung. Und da kommst du ins Spiel. Ich sehe großes Schatzjägerpotenzial in dir. Ich glaube, ich habe eins davon verkauft. Finde Mondartefakte für mich und ich werde dich belohnen. Was denkst du, Partner? Na gut. Juhu, wenn du irgendein Mondartefakt findest, bring ihn mir. Ich begleiche oder überbiete jeden Preis, den der Recycler dir dafür geben würde. Und werde sogar ein paar spezielle Belohnungen in den Mix werfen. Ich hab die schon verkauft. Also ich könnte die ja jetzt noch mal eben schnell holen. Und der dann bringen. Ich habe eh gerade nichts anderes zu tun. Ich weiß ja, wo ich sie finde. Da ist aber auf jeden Fall, was er sich haben will. Ich brauche eine Kiste. Ah, ich sehe schon. Kiste Nummer 1. Ah, damit lässt man es wandern.
Okay, ich hab's geschafft. Ich hab die beiden Kisten aufeinander gekriegt. Jetzt habe ich nur das Schiebeteil vor mir. Nein. Böses Tuk-Tuk. Müsste so reichen. Ja. Her damit. Habe ich mir verdient. Okay, einfach aus Interesse werde ich jetzt noch mal eben kurz die Aufnahme pausieren und mal aus dem Ouroboros-Teil und aus dem Anoe-Ding eben kurz die beiden Mondschätze holen. Leute, ich habe ein bisschen gebraucht, aber ich habe jetzt die Mondobjekte noch mal eben kurz geholt. Einmal den Monddrachen und in der im Anoe-Teil ganz weit hinten im Wasser natürlich noch den Mondfrosch. Mal kurz hier in die Leiste holen, weil ich nicht sicher bin, ob ich das muss. So, und hier. Oh, zeig mal her. Ah, eine Anu-Reaktionsfigur. Das hast du richtig verstanden. Das hier ist ein Spielzeug. Wenn ich richtig liege, und das tue ich, ist auf der Rückseite ein kleiner Knopf. Wenn man den drückt... Goldig, sie funktioniert noch. Sorry, diese Dinge machen echt süchtig. Natürlich denkst du, wenn du den Namen Anoe hörst, an etwas längst Vergangenes. Sie lebt in einer Periode, die sogar unserem Erwachen einige Jahrzehnte zuvor liegt. Die aßen komisches Zeug und verbrachten den halben Tag unter Wasser. Zwei komplett verschiedene Welten. Und trotzdem fühlt sich dieses Spielzeug vertraut an. Dies zeigt, dass sie genau wie wir waren. Sie haben genau wie wir Spielzeuge für ihre Kinder gemacht. Wenn wir uns heute treffen, könnten wir vermutlich unsere gemeinsame Liebe für Actionfiguren mit ihnen teilen. Kann ich dir die Figur für 40 Jahre abkaufen? Ja, nimm einfach. So, ich habe noch ein Artefakt für dich. Ich muss es natürlich erstmal ausrüsten. Oh, zeig mal her. Oh. Eine goldüberzogene Drachenskulptur. Na klar, das kann auf den Stamm der Ouroboros zurückgeführt werden. Die abgestumpften Spitzen sagen mir, dass es ein Wurfgeschoss war. Das muss eine Menge Benutzung hinter sich haben. Ich mutmaße, dass es vielleicht die Vorläufer der Wurfstände sind, die Krieger heutzutage nutzen. Sollen wir diese Hypothese auf die Probe stellen? Weniger stabil als ich dachte. Das muss eine Anfänger was im Waffe gewesen sein für Kinder. Ja, Deduktion plus 10. Ich notiere das mal. Kann ich ihn dir für 40? Also der gibt mir fast das Doppelte, als die Maschine mir geben würde. Ah, das ist ein antikes Gusseisen. Das habe ich von einem vorzüglichen Koch erhalten, der keine Angehörigen mehr besitzt. Ich habe einige Male damit gekocht und jedes Gericht wurde ziemlich fantastisch. Ich hatte die Idee, eine Kochen durch Zeitalter-Serie als Ausstellung zu machen. Ich habe diese Idee für die viel bessere Amon-Artefakte-Ausstellung aufgegeben. Momentan ist das Gusseisen für mich eigentlich nichts weiter als Müll. Kann ich es da mitnehmen? Gib's mir doch! Mann! Okay, Leute, ich speichere hier jetzt mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim heutigen Part. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!